aus dem Trainerlehrgang kennen, will Ihnen mit dem VfL Garching ein Bein stellen. Was haben Sie da entgegenzusetzen? Das ist nicht der Erste. Also was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, jede Mannschaft, die gegen uns gespielt hat, wollte uns ein Bein stellen. Also wir werden es ganz normal angehen, wie sonst auch immer. Wir werden uns gut auf den Gegner drauf einstellen. Wir werden mal sehen, was der Daniel Weber aus dem Hut zaubert gegen uns. Und ja, ganz klar, wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und mit der Einstellung werden wir auch reingehen. Was gibt es auf dem Personalsektor? Gibt es noch angeschlagene Spieler oder sind alle bis auf die Langzeitverletzten? Nur Helmes und Timo. Alle anderen sind einsatzfähig. Also von dem her ist es für mich gut. Dementsprechend kann ich auch aus dem Vollen schöpfen. Vielleicht auch mal was ändern. Das ist jetzt, sag ich mal, ja, kann ich mir ein bisschen Zeit zum Überlegen. Für mich als Trainer ist es immer gut, wenn alle fit sind. Das ist das vierte Heimspiel in Folge, ist das ein Vorteil? Ja, jetzt momentan ist es vielleicht ein Vorteil, aber hinten raus wird es eher dann ein Nachteil. Wir haben die letzten vier Spiele auswärts. Je nachdem, wo das Spiel gegen Ingolstadt hingelegt wird. Also von dem her, es war jetzt ein Vorteil, aber hinten raus natürlich nicht so optimal. Ist Michael Göll schon so weit, dass er von Beginn an spielen kann? Ja, ich denke, er könnte von Beginn an spielen. Die Frage ist, wie lange er dann spielen kann. Ich glaube, 90 Minuten wäre noch schwer für ihn. Aber genauso ist eine Option von der Bank mit seiner Qualität. Er kann nochmal frischen Wind reinbringen, kann nochmal für kreative Momente sorgen, gerade wenn man vielleicht mit so einer Null steht oder hinten sein sollten. Also ist für mich als Trainer beides gut. Die sportlichsten Bilder aus München, unterstützt von Foto Video Sauter.